Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es so Neuzugänge slash Unpacking geben. Also ich habe ein Paket bekommen, ich habe aber auch noch zwei andere Bücher da. Und ich werde vielleicht noch einen Teil dazu schneiden, weil da noch nicht ganz alles da ist, was ich bestellt hatte. Aber ich wollte das gerne schon abdrehen, weil ich jetzt sonst sehr viele Bücher in einem Karton rumstehen habe. Und ich überhaupt nicht weiß, wann der Rest kommen wird. Das könnte nämlich noch ein bisschen dauern, deswegen drehe ich das jetzt hier schon mal ab. Ich habe am Anfang jetzt schon mal gleich die Bücher, die ich mir davor gekauft habe, hier einmal Panic. Also ich habe gerade den Schutzumschlag nicht drauf, weil ich das am Lesen bin. Das habe ich mir vor allem sogar gekauft, weil ich den Schutzumschlag gerade auf Deutsch auch ganz schön fand, irgendwie, also so das Cover. Ich muss sagen, das Buch finde ich bisher nicht so, das kann ich gleich als kleine Warnung dazugeben. Also Panic, ich bin jetzt eher glaube ich überlegen, dass ich eins der neuen Bücher zuerst lese und ich freue mich sehr, dass sie alle da sind, muss ich sagen. Dann habe ich mir City of Heavenly Fire gekauft, weil es endlich auf Deutsch draußen ist. Ich habe ja alle Bücher auf Deutsch, habe den sechsten dann auf Englisch gelesen, weil ich ihn direkt lesen wollte. Aber ich wollte natürlich die Sammlung vollständig haben und deswegen habe ich gewartet, dass er rauskommt. Ich finde ihn auch wieder wunderschön, so vom Cover her. Ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal lesen, weil es schon sehr, sehr dick ist und ich ja eigentlich keine Bücher nochmal wirklich lese. Jedenfalls nicht mehr, außer Harry Potter will ich ja nochmal lesen. Da sind meine Bücher leider nicht da, weil ich sie bei Book Depository gekauft habe, weil ich sie bei Amazon nicht gefunden habe. Und jetzt warte ich da seit ein paar Wochen drauf. Die sollten laut dem, was auf deren Seite steht, eigentlich schon da sein. Aber man kann die auch nicht tracken, weil sie keine Nummer zur Verfügung stellen. Deswegen weiß ich nicht genau. Zeit ist mit Bestellungen irgendwie nicht so. City of Heavenly Fire hätte laut Amazon auch irgendwie Anfang März herkommen sollen, weil es im Ende Februar rauskommt. Und dann habe ich es bei Hugendubel jetzt gesehen, Anfang Februar. Das heißt, ja, ich habe es dann halt einfach abgestellt wieder, weil es ja noch nicht unterwegs war und es mir dann da gekauft, weil es einfach viel einfacher war. Aber die restliche Bestellung ist super schnell angekommen. Ich finde es ganz witzig, dass ich ein Buch bestellt habe, bis sie davor losgeschickt haben, dann, obwohl alles gleichzeitig war und sie dann, die zweite Bestellung kommt jetzt wohl noch und die andere Bestellung, die danach losgeschickt wurde mit den vielen Büchern, die ist jetzt da. Finde ich ganz interessant. Hätten sie irgendwie auch gleich losschicken können zusammen, aber egal. Auf jeden Fall, ja. Mache ich mit den Büchern weiter, die drin sind. Also einmal Lola and the Boy Next Door. Und dann kann ich dazu gleich den anderen Teil noch, Isla and the Happily Ever After. Ich habe ja Anna the French Kiss gelesen vor einiger Zeit. Ich fand die Cover auch einfach so toll, deswegen wollte ich eigentlich schon auch nochmal die anderen beiden. Aber irgendwie war ich nur so, also ich dachte mir halt so, ja, nee, muss nicht so unbedingt sein. Und dann, ja, habe ich jetzt irgendwie keine Bücher mehr gehabt, so die ich unbedingt lesen wollte. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bestelle ich sie doch. Ich sehe gerade, dass ich nicht so drauf geachtet habe, welche Größen ich kaufe. Und ich habe jetzt zwei verschiedene Größen. Nein. Nein. Wieso? Wenn ich es nochmal zurückschicke, dann darf ich 3 Euro zahlen, weil ich es zurückgeschickt habe. Also eins von denen. Ich muss mal schauen, welches das andere ist. Also ich habe, wieso? Wieso mache ich sowas immer? Ich meine, ich hätte einfach nur bei Amazon schauen müssen, was es für eine Größe ist. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, die sind automatisch die Größen, aber das sind englische Taschenbücher ja nie. Ja, dann habe ich mir noch The Life List bestellt. Also davon hatte ich vorher auch noch nichts gehört. Ich glaube, das gibt es auch erst bisher nur auf Englisch. Von Laurie Nelson Spielman. Da geht es um eine erwachsene Frau, die deren Mutter stirbt und die aber als einzige aus der Familie erstmal nichts erbt, weil sie die Auflage hat, innerhalb eines Jahres eine alte To-Do-List von sich zu machen, also eine Bucketlist, die sie sich als Kind geschrieben hat und ihre Mutter hat die so vor dem Müll gerettet und das ist Auflage eben gesetzt. Es sind so Sachen drauf, wie dass sie sich eben verlieben will, dass sie ein Baby haben will, dass sie das Verhältnis zu ihrem Vater kitten will und so zum Beispiel. Und ihr Vater ist halt schon seit 7 Jahren tot. Das ist auch so ein Problem in der Hinsicht, aber ja, und die meisten Sachen dieser Liste sind jetzt gar nichts mehr, was sie jetzt noch gerne machen will. Und ja, wie sich das Ganze dann so entwickelt, das weiß ich ja auch noch nicht. Also das wird sich dann in diesem Buch zeigen. Aber da es mit Bucketlist und sowas zu tun hat, dann musste ich es mir natürlich kaufen. Obwohl ich eigentlich so gut wie keine Bücher lese, in denen es nur erwachsene Personen gibt. Also außer vielleicht mal bei Fantasy. Und dann habe ich mir, ich fürchte mich nicht, gekauft von Terry Murphy. Ich wollte das ja eigentlich auch erst nicht unbedingt lesen. Ich habe ja öfter gesagt, auch, dass ich es nicht unbedingt lese. Und ja, dann hatte ich mir von einer Freundin halt auch, obwohl es dann ganz gut klang, die Geschichte halt erzählen lassen, mehr oder weniger drüber gesprochen haben und ich es damals nicht lesen wollte. Und ich finde aber die Cover einfach so schön und der dritte ist auch gerade nochmal so richtig schön und deswegen dachte ich mir, ich bestelle mal eins und da es ja, glaube ich, doch ganz gut ist von der Geschichte, kann ich es ja trotzdem noch lesen, auch wenn ich jetzt schon alles Wichtige weiß, was passiert. So dick ist es ja auch nicht und ich habe es dann im Regal schon, ich finde es schön und ja, genau.
Ich habe eigentlich sehr viele Bücher, die ich vor allem schön finde, bestellt. Und dann habe ich mir noch eins bestellt, das heißt The List, das ist von Siobhan Vivian. Ja, da geht es um so eine Liste, die also Highschool-Schüler immer rausbringt von jedem Jahrgang der schönsten, quasi der hässlichsten aus der Klasse. Und ja, das ist eher so eine Teenie-Geschichte, glaube ich, an sich. Aber irgendwie dachte ich mir, die könnte vielleicht auch ganz witzig sein von dem, was ich gelesen habe. Deswegen, ja, mal sehen. Es könnte sehr gut sein, könnte auch nicht so gut sein, aber es ist ja eh nicht dick und... Ich habe so ein paar Bücher angeguckt. Sonst, ich habe ja eben ganz viel bestellt, was ich eigentlich erst nicht lesen wollte, wo ich mir aber denke, es könnte trotzdem ganz gut sein. Zum Beispiel auch das da, weil da hat meine beste Freundin gesagt, das muss ich unbedingt lesen. Und ich dachte mir so, nee, ich will auf keinen Fall. Aber ich dachte auch irgendwie, ja, also ich zeige euch erstmal, das ist Aristotle and Dante, Discover the Secrets of the Universe. Das soll ja so gut sein. Ich dachte aber die ganze Zeit, ja, dadurch, dass es vielleicht so ein bisschen in John Green Richtung von der Art her geht, könnte das auch sein, dass da gewisse Dinge passieren, die mir nicht so gefallen würden. Und dann habe ich sie aber gefragt und mir irgendwie versprochen, dass das, was ich denke, der eine, was ich befürchtet habe, nicht passieren wird. Ich werde jetzt euch nicht sagen, was, weil sonst würde ich euch ja was spoilern. Und ja, dadurch habe ich dann gesagt, okay, ich lese es. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht wird es mir auch super gefallen. Ich meine, ich habe teilweise so John Green Sachen auch wegen ihr dann doch... Also erst habe ich gesagt, ich lese ihn, dann habe ich es doch angefangen. Und es hat mir dann doch gefallen. Es ging selber mal mit Fangirl. Deswegen, ja, lese ich mal. Und ich habe, passend zu Fangirl, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt, dass ich genau das Buch schon in der Hand gehalten habe, von Rainbow Rowell, Eleanor and Park. Ich wollte nach Fangirl eigentlich auch kein anderes Buch mehr jetzt von ihr lesen, obwohl ich Fangirl gut fand. Aber ich dachte mir halt so, dass vielleicht diese eine Thematik, die mir gefällt und der Rest weiß ich nicht so, weil es alles zeitlich auch so 10, 20 Jahre vielleicht ein bisschen mehr zurückliegend spielt. Und ich dachte mir so, vielleicht kann ich das so nicht so nachvollziehen, also mich da nicht so reinfühlen. Aber dann dachte ich mir, Eleanor and Park ist wahrscheinlich so noch das Beste davon, weil den anderen sind es alles Erwachsene und wenn man darauf steht, ist total toll. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich stehe oft nicht so auf so Geschichten, in denen Erwachsene die Hauptfiguren sind, also oft bei Contemporary und sowas. Das ist irgendwie einfach dann nicht so meins, da kann ich mich nicht so gut reinfühlen, oft einfach auch von der Art der Geschichten, weil ich meistens das Leben von Erwachsenen in vielen dieser Bücher dann sehr langweilig finde, weil sie halt diese 0815 Jobs haben und so weiter und das ist halt nichts, wo ich mich so genau drin sehen kann. Deswegen dachte ich mir, Eleanor and Park ist wahrscheinlich das, was mir noch am besten gefallen könnte sonst und ja, dann werde ich einfach mal schauen, wie gut mir das gefällt, weil Fangirl hat mir zwar gut gefallen, also sehr gut, aber das war auch einfach diese Geschichte mit diesen Fanfictions dazwischen und so weiter, die ich dann auch gern mochte und alles und so weiter. Und war auch jemand, der geschrieben hat. Und deswegen könnte das natürlich auch eine Ausnahme sein. Aber an sich kann Rainbow Rowell meiner Meinung nach sehr gut schreiben. Und deswegen werde ich mich da einfach überraschen lassen. Ich habe jetzt so ein paar Sachen aus, also einfach zum Ausprobieren gekauft. Und ich bin sehr gespannt, was mir dann davon wirklich gefallen hat. Und das habe ich bei einer YouTuberin gesehen, Katie Tastic. Das ist eine englischsprachige Booktuberin. Red Rising von Pierce Brown, mittlerweile auch auf Deutsch draußen, habe ich jetzt letztens im Laden gesehen. Ich hatte es mir bestellt, weil ich es bei ihr gesehen habe und es so wunderschön fand, dieses Cover. Ich stehe ja so auf so richtig rote Cover. Ich hatte das Gefühl, dass bei ihr irgendwie noch die, so diese Seiten irgendwie so ein bisschen spezieller gemacht waren. Das ist jetzt bei meiner Version nicht, obwohl es glaube ich nur eine Hardcover-Version gibt, aber vielleicht hat sie einfach nur eine andere Auflage oder sowas oder das wirkte nur in der Kamera so. Trotzdem finde ich das einfach richtig schön und auch wenn ich zugeben muss, die Story so mit, das ist, geht wieder eher so ein bisschen in Dystopie-Richtung, weiß ich nicht, ob das meins ist, aber es war halt einfach so schön, dass ich gesagt habe, ich lese trotzdem und ich hatte eine Leseprobe angefangen online, die hat mir vom Schreibstil ja richtig gut gefallen, also ich habe jetzt eben die Englische und das, also... Ich weiß nicht, also was der Inhalt ist, ich habe auch von Katie Tastic gehört, soll am Anfang soll es wohl etwas sich ziehen und gerade das bei Dystopien finde ich eigentlich furchtbar, aber ja, gleichzeitig, ich kaufe schon mal was wegen dem Cover und dann lese ich es schon immer irgendwie und wenn zumindest der Schreibstil richtig schön ist, dann macht es vielleicht so viel Spaß, das alles zu lesen, dass ich es doch ganz gut finde. Genau. Und es ist ja jetzt auf Englisch sogar schon der zweite Teil draußen, also wenn es nicht ganz ist, kann ich mir den auch noch kaufen. Also ich meine, da finde ich das Cover natürlich auch wieder schön. Es ist aber nicht so schön wie das hier, weil es gelb ist und ich stehe halt einfach mehr auf Rot als auf Gelb bei Covern. Zumindest bei den beiden finde ich jetzt das Rote schöner. Und als letztes ist gar kein Buch zum Lesen, sondern ich habe mir das hier gekauft. Das ist ein Nutella-Rezepte-Buch. Und ich habe das bei Urban Outfitters gesehen im Online-Shop und dachte mir so, also habe es nochmal so angeklickt. Ich dachte mir, ich kaufe das eh nicht, weil ich kaufe bei Urban Outfitters diese Spezialbücher eigentlich nicht und sowas. Dann habe ich aber nochmal bei Amazon geschaut und dann dachte ich mir so, ja irgendwie sehen die ja schon ganz lecker aus. Und es waren halt auch wirklich ein paar Rezepte, die ich noch nicht so gehört hatte, auf die ich noch nicht so gekommen bin. Und ja, ich stehe ja so auf Nutella. Also ich meine, ich esse ja wirklich viel, auch puren Nutella. Deswegen...
ja, es ist halt für mich so genau das Richtige. Und ich backe eigentlich nicht so viel oder koche irgendwie. Aber mit Rezepten kriegt man das ja normalerweise schon irgendwie hin. So, das hat gerade wieder unterbrochen. Natürlich mal wieder. Zum Glück erst ganz am Ende. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es aus war. Da war ich aber auch wirklich schon beim letzten Buch. Das heißt, ich hatte nichts mehr wirklich Wichtiges gesagt. Nur, dass ich mir eben dieses Nutella-Buch gekauft habe. Habe in der Zwischenzeit allerdings rausgefunden, dass mein Buch, das eigentlich früher losgeschickt wurde, doch schon da war. Obwohl ich den ganzen Tag da war, hat nur der Postbote einfach nicht bei mir geklingelt, sondern ist einfach so beim Nachbarn abgegeben. Und zwar habe ich mir Schattentraum hinter der Finsternis von Mona Kasten bestellt. Also sie ist ja Peach Galore auf YouTube. Und ja, ich habe so auf ihrem Kanal ein bisschen was darüber gehört und ich fand es ganz interessant. Ich dachte mir, ja, ich lese das Buch mal und ja, werde sehen, wie es mir gefällt. Bin schon sehr gespannt drauf. Genau. Und dann habe ich versucht, Eila zurückzugeben, um mir die größere Version zu bestellen. Habe festgestellt, ich habe doch keinen Fehler gemacht. Es gibt die größere Version nämlich erst ab August. Dann hatte ich es aber schon zurückgegeben. Ich ziehe es, aber ich muss es nicht zurückschicken. Ich kriege einfach so das Geld zurück. Das passiert ja manchmal bei Amazon, dass ich kann es jetzt behalten, kann es trotzdem lesen. Und wenn ich dann die andere Version gibt, kaufe ich mir wahrscheinlich die und werde das jemandem schenken. Oder auch beides behalten, aber wahrscheinlich, wenn es jemanden gibt, der es gerade lesen will, kann ich es dem ja schenken, weil ich meine, das ist ja kein dritter Band in dem Sinne, man kann ihn ja auch lesen, ohne einen der ersten beiden gelesen zu haben. Man wird nur gespoilert, aber wenn man Angst hat, gespoilert zu werden, dann heißt es ja, man hat vor, die ersten beiden zu lesen und dann will man wahrscheinlich den dritten auch. Deswegen, vielleicht finde ich jemanden dazu. Also ich muss nur schauen, weil es ja Englisch ist, dass ich jemanden frage, der Englisch lesen mag. Ja, genau. Aber jetzt erstmal kann ich es ja so lesen. Fand ich ganz witzig, weil erstmal war ich wieder genervt, also nicht genervt, aber ich dachte mir halt so, Mist, falsch gemacht und so, aber ja, das war jetzt eine ganz schöne Überraschung. Genau, und das ist jetzt auch erstmal das mit der Lieferung. Eine Lieferung bekomme ich noch und dann ist es auch erstmal das für diese Neuzugänge, wenn ich inzwischen nichts kaufe, aber ich glaube nicht, dass das geldtechnisch drin ist. Also ich meine, ich habe jetzt mal wieder so viel auf einmal bestellt, weil ich jetzt wirklich gar keine Bücher mehr hatte, also Panic ist quasi das einzige Buch, das ich gerade noch mitten in der anderen Hälfte, aber so, es sind so die, ich habe noch zwei Bücher sozusagen gehabt, die ich schon beide angefangen hatte. Und sonst gar nichts mehr gerade, weil ich alles gelesen habe. Deswegen finde ich, das war okay, jetzt die alle zu kaufen. So, und die meisten sind ja auch nicht so teuer, weil das sind ja ganz viele englische Taschenbücher. Genau, dann sehen wir uns noch bei der letzten Lieferung. Bis bei mir bald, bei euch jetzt. So, es ist der nächste Tag jetzt und der letzte Teil meiner Bücher-Neuzugänge ist endlich angekommen. Tada! Meine Harry Potter Bücher, weil ich sie mir ja auf Englisch kaufen wollte. Und ich habe diese Edition zuerst bei Tobi, also Büchergewusel, gesehen und nochmal bei ganz vielen anderen. Und auch im Laden letztens und so. Und ich fand die total schön und deswegen musste ich sie unbedingt haben. Wahrscheinlich habt ihr sie schon mal gesehen, also ich kann es nochmal von außen so zeigen, dass es schwer. Und ja, hat dieses goldene Muster draus. Ich finde schon allein das Außenrum total schön. Normalerweise tue ich solche Sachen immer wegschmeißen, weil ich damit nichts anzufangen weiß. Aber das ist ziemlich gut gemacht und so. Deswegen werde ich es auf jeden Fall behalten. Selbst wenn ich die Bücher nicht reintue, kann ich es ja für was anderes verwenden. Und jetzt muss ich irgendwie die Bücher rauskriegen, weil ich vorhin schon gemerkt habe, dass es ziemlich schwer ist, ein einzelnes rauszukriegen. Komm schon. Komm schon, du. Sehr brav. Ja. So, das ist jetzt erstmal das Erste. Ich zeige sie einfach nochmal, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und auch wenn schon, man kann sie nicht oft genug anschauen. Ja, hier bei einem zeige ich euch, denke ich mal, wie das drunter aussieht. Das ist bei allen eigentlich die Farbe, in der das Buch selber ist, plus diese Sterne. Finde ich ganz schön, dass die nicht so einfach gehalten sind, sondern dass sie nochmal was drauf haben. Eben so eine total schöne Version, finde ich, mit verschiedenen Farben und ja, nochmal so aufgemacht. Das Einzige ist, dass sie relativ klein sind. Also ich hatte das schon in Tobis Video gehört, habe dann online geschaut, wie groß die sind. Und laut der Höhe sollte das eigentlich fast höher sein als die deutschen Bücher, die ich dann habe. Die sind aber deutlich niedriger. Die sind sogar niedriger als Daughter of Smoke and Bone, was ich schon eigentlich zu niedrig fand für ein Hardcover-Buch. Deswegen muss ich sagen, das finde ich ein bisschen komisch, dass sie da, wahrscheinlich haben sie die Höhe von der ganzen Box genommen, aber selbst dann, also ich weiß nicht, da stimmt irgendwas mit den Zahlen nicht. Das hätten sie schon anders hinschreiben müssen. Aber ich meine, ich hätte es mir so oder so gekauft und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil sie sind ja alle in derselben Höhe. Und dann hat man ja zumindest welche, die lang genug sind. Und ich finde, es fällt auch nicht so sehr auf. Also oft finde ich das störend, wenn Bücher so klein sind. Aber hier finde ich sie trotzdem total schön. Ich finde, das fällt gar nicht so sehr auf. Genau, und hier der zweite. Das finde ich auch total cool. Also allein das Bild hier mit Forks und dann den Basilisken.
Und hinten, ach, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt. Also hier ist hinten Hedwig drauf und hier ist Dobby. Und dann hier der dritte Teil. Nummer 4. Dann, den finde ich persönlich am schönsten, weil ich ja so auf Rot stehe bei Büchern. Das ist der fünfte. Und das hinten finde ich total lustig mit Snape. Dann haben wir hier den sechsten. Und den siebten. Der hat wieder dieselbe Farbe wie der erste. Es passt schon irgendwie, weil sie beide die... Ja, quasi der Anfang und das Ende sind. Ich hätte wahrscheinlich noch mal eine andere Farbe gewählt, muss ich sagen. Aber ich meine, mir ist es im Endeffekt egal, weil im Gesamten sind sie total schön. Und es ist einfach so, ich habe noch nie so eine schöne Edition von Harry Potter oder allgemein fast noch nie so eine schöne Edition an Büchern gesehen. Deswegen ja, freue ich mich total, sie jetzt noch mal lesen zu können, weil ich wollte ja eh sie noch, eben noch mal auf Englisch lesen. Vor allem, nachdem ich bei Heads Up bei diesem Spiel gemerkt habe, dass ich sehr viele Begriffe einfach gar nicht auf Englisch kenne. Aber... ja, es ist natürlich nochmal schöner, wenn man dann so eine tolle Version hat und dann einfach, dass ich nochmal mehr darauf freuen kann. Ich zeige es euch nochmal im Gesamten so drinnen. Ihr habt jetzt natürlich spiegelverkehrt. Ja, aber das sind diese Bücher. Falls ihr die auch wollt, geht auf Amazon und wenn ihr die nicht direkt bekommt, dann, was eigentlich mittlerweile der Fall sein sollte, irgendwie habe ich es danach dann auch gefunden, dann könnt ihr einfach so auf Harry Potter Bücher gehen. Normalerweise gibt es dann bei Englischen dann auch immer könnt ihr die Version hier auswählen allgemein. Und wenn ihr schon auf den Englischen seid, bekommt ihr auch die hier auf Englisch angezeigt. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die gibt es nicht auf Deutsch, diese Spezialedition, oder? Also korrigiert mich, wenn es total falsch ist, weil ich habe sie jetzt nur auf Englisch gesucht und weil ich auch sie auf jeden Fall auf Englisch wollte. Aber es kann auch sein, dass es sie doch auf Deutsch gibt. Genau. Ja, und auf jeden Fall, also wie gesagt, Book Depository hat es jetzt noch so in dem Rahmen. Es hat nur ein bisschen länger gedauert, als sie angegeben haben. Also ist es schon in Ordnung. Und sie waren da auch billiger als an vielen anderen Stellen. Nur Amazon ist sogar noch ein bisschen billiger. Und das geht halt einfach schneller. Deswegen würde ich sie persönlich da bestellen. Aber es passt jetzt schon so. Genau, und ich freue mich sehr darauf, sie jetzt nochmal lesen zu können. Und... war es mit dem Video wahrscheinlich jetzt war nicht vielleicht, also oder vermutlich keine Bücher mehr kaufe, bevor ich dieses Video hochladen werde. Wünsche ich euch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!